Guten Morgen, Herr Putinow. Wer ist denn Grüße. da? Wer ist da? Alexander Goldmann, mein Name. Wie geht es Ihnen, Herr Putinow? Alles gut bei Ihnen? Ja, doch, soweit. Und bei Ihnen? Freut mich sehr. Mir geht's auch gut. Herr Putinow, ich melde mich bei Ihnen von einer internationalen Finanzinstitution namens GrowPrime. Und ich möchte Ihnen Wie was an war das? Informationen. Sie rufen an von Yautja Prime? Von GrowPrime, Ach so. einem Namensunternehmen, die mit Finanzen zu tun hat, Ich dachte Herr schon, ich habe Putinow. da so einen Predator am Telefon. Das wäre ja lustig gewesen. Ja, was kann ich denn tun für Sie? Wir sind zurzeit nach der Suche für Kunden, die die ersten Schritte in Online-Trading machen möchten. Ja. Ich hoffe, Sie sind bekannt mit Trading. Haben Sie schon davon gehört? Noch nicht so wirklich, ne? Ich glaube, Sie kennen schon Aktien, oder? Oder Ja, Bitcoin, also ich haben Sie weiß, davon was gehört? das ist, aber ich habe halt nicht viel Ahnung davon, ne? Okay, keine Sorge. Wir sind ein Unternehmen, wie gesagt, fokussiert an Personen und potenzielle Kunden, die ersten Schritte machen können. Sie Ja. werden unsere Unterstützung erhalten und natürlich gegen eine Summe, denen Sie wir als Prozent am Ende des Monats nehmen werden. Aber erstmal, Ja, wir wie sind viel denn? fokussiert, dass, also nehmen wir zum Beispiel, falls Sie mit einer Summe von 100 Euro anfangen Mit einem und Sie, Meerschweinchen? wie wieder? Was war mit den Meerschweinchen? Nee, ich meine, falls Sie zum Beispiel mit einer Summe von 100 Euro Ja? investieren und Sie am Ende des Monats eine Summe von 100 Euro profitieren, Ja, ja, was ist wir dann? bekommen 5% von Ihrer Profite. Also falls Sie 100 Euro profitieren, wir bekommen 5 Euro monatlich. Das lohnt Und sich doch gar nicht natürlich, für Sie. Für 5 € im Monat arbeiten doch ja, nicht mal die Nordkoreaner. aber wir sind nicht interessiert, dass Sie 100 Euro Profite machen. Falls Sie Ach so, Sie wollen gar 10.000 nicht, dass Euro, ich Geld ja, verdiene? falls Sie 10.000 Euro Profite bekommen, dann bekommen wir 100 Euro monatlich. Das Falls ist Sie gut gerechnet, 100.000 ne? Profite bekommen, wir bekommen 1.000 Euro. Mensch, das ist ja richtig profitabel bei euch. Ja, genau. Aber Sie sind nicht der einzige Kunde, ne? Wir haben hunderte Kunden, mit denen wir arbeiten. Ach so. Und deswegen arbeiten wir mit Kunden, die ersten Schritte machen möchten, dass sie nicht mit viel Geld anfangen zu investieren. Sie haben die Möglichkeit, mit einer kleinen Summe investieren, Ach als so. sie mit anderen Kunden, so wie Ihnen, zusammen sein werden, ne? Verstehen Sie, was ich meine, Herr Putinow? Hallo? Sie haben ja da im Hallo? Prinzip so eine Art Partnervermittlung, ne? Genau, also es gibt Unternehmen, die nicht so viel Kunden haben, aber die investieren zu viel. Aber Also es gibt Unternehmen Sie wie haben uns, zu die viele wenig Kunden Kunden haben, und ich aber habe zu klein wenig investieren. Geld. Und da kommen wir bestimmt zusammen, oder? Genau. Ins Prinzip, da haben Sie recht. Von wo rufen Sie denn an? Ich rufe Ihnen an von Italien. Von Das ist unser Italien. Branchebüro. Das war das bronzene Büro. Eine Branche, genau. Gibt's auch ein silbernes? Nee, nicht Bronze, Branche. Ein Was? Teilunternehmen. Also sind Sie ein Auszubildender im Prinzip? Wir sind ein Brokerbüro hier. Unser Hauptsitz und Hauptbüro ist in Kanadien. In Kanadien, wo ist das denn? Genau, das ist in der Nähe von USA. In Kanadien. Na Genau. gut. Ist ein schönes Land da, ne? Das ist ja in der Nähe von Malediven und von Hogwarts, oder? Ungefähr. Super. Ungefähr. Waren Sie schon mal in Kanadien? Ja, ich war schon mal für einen Unternehmensmeeting, aber nein, es sind nicht meine Pläne, in Kanadien zu gehen. Ach so. Ich bleibe lieber in Europa. In Bella Italia. Genau. Ja, das ist schön.
Waren Das. Sie schon mal hier? Waren Sie schon mal in Italien? Nein, noch nie, aber ich würde da wirklich gerne mal hin. Also mal das ganze, die ganze Sowieso, Kultur so ein bisschen und das Essen halt, ne? falls Sie mit uns anfangen zu arbeiten, wir haben jedes Jahr ein Kundentreffen hier in Italien und da werden sowieso, Sie werden sowieso hier kommen. Oh, das ist ja wieder quasi so ein Ferienhaus, ne? Genau, also einmal pro Jahr treffen wir die meist profitablen Kunden und natürlich Kunden, die interessiert sind, andere Personen und Trader zu kennenzulernen. Ach, das ist dann quasi sowas wie der Tag der offenen Meerschweinchentüren. Wo man sich das dann mal so angucken kann, ja? Ja, genau. Sind Sie an Meerschweinchen interessiert? Also Ja, besitzen Sie Meerschweinchen? ich züchte die. Ah, ich sehe. Ja, haben Sie die Kamera an oder wie können Sie das sehen? Nee, nee, ich verstehe nicht. Ich meine nicht wirklich sehen. Ach so, weil ich habe ja im Prinzip den Rekord mit Meerschweinchen aufeinander stapeln auch gewonnen. Da war ja das, da muss ich dann halt, muss man vorher die halt genau nach Masse und Gewicht eben beurteilen, weil man muss natürlich das Breiteste und das Schwerste nach unten nehmen und die anderen dann eben, sagen wir mal, vorsichtig darüber platzieren. Weil das ist ja nicht ganz Ja. ohne, das muss ja alles durchdacht sein, sonst Ach, funktioniert das ja nicht, ne? ja, da hast du recht. Ja, das ist einfach so. Ja, und wie viel kann Ja, man ich denn sehe. jetzt so verdienen bei euch? Wie gesagt, die Mindestbetrag, mit denen Sie bei uns anfangen können, ist 250 Euro. Und an den ersten Monat, wir könnten Ihnen von 45 bis 55 Profite, also ungefähr Cent das oder Hälfte Euro? Euro. Also 50 Euro? falls Sie 250 Euro investieren, Sie bekommen ungefähr 125 Euro als Profit. So viel? Das ist ja fast die Hälfte. Ja, genau, fast die Hälfte. Und wie machen Sie das? Durch Märkte an Online-Trading sowie Rohstoffen, Aktien, Indexen, Forex, Echsen? Krypto. Kennen Sie Forex. Ex-Echsenkönig Atokan? Wie war das wieder? Atokan? Atokan. Ja? Was ist das? Ich habe noch nicht als Name gehört. Und Ist er das ein wegen. Unternehmen oder eine Aktie? Nee, deswegen den Echsen haben Sie ja angefangen und da wollte ich Sie halt im Prinzip mich informieren darüber. Mit Forex meinen Sie? Ja, wenn das ist das so neu, das ist wahrscheinlich das Jugendwort dafür, ne? Nee, nee, also Forex auf Englisch ist Foreign Exchange. Das ist Geld gegen Geld. Das ist CFDs. Was Callcenter Fun? Sie wieder? Was hat es mit Callcenter Fun zu tun? Nee, nee, ich meine CFDs. Das ist Geld gegen Geld. Da Sie zum Beispiel Euro mit Dollar kaufen oder Warum sollte ich die sowas machen? großbritannische Pfund. Wie wieder? Das großbritannische Pfund? Haben Sie auch die kleinbritannische D-Mark im Angebot? Ja, wir haben Meisterwährungen, die weltweit benutzt werden sein. Ja, aber ich Und finde ja durch die indische britische Rupie finde Bewegung. ich ja sehr interessant. Falls wir dort einen Profit sehen, warum nicht? Sie könnten auch dort auch investieren. Haben Sie denn Dogecoin? Das ist ja im Prinzip die wichtigste Frage für mich. Genau, das ist eine Kryptowährung und das, ja, besitzen wir als Möglichkeit, um zu investieren. Ja, wie viele haben Sie denn davon? Es ist nicht die Frage, wie viel wir dort besitzen. Na doch. Die Frage ist, ob wir dort investieren können. Nee, die Sie Frage ist wieder. ja erstmal prinzipiell, ob Sie welche haben, weil ich die haben möchte. Ja, genau. Wir haben die Möglichkeit an Ihnen, dass Sie den Dogecoin auf die Trading, auf die Markt kaufen können. Ja, wie viele haben Sie denn da vorliegen bei sich im Büro? Es ist abhängig, wie viel an den Markt sind. Ja, nee, es interessiert mich ja nicht, wie viel der Markt hat. Ich möchte wissen, wie viel Sie mir verkaufen können. Sie können gerne an den Markt kaufen.
Wir besitzen nicht den Dogecoin, um ihnen es zu verkaufen. Ich Wir will ja helfen nicht all, will ihnen. ja nur ein paar haben. Wieder? Ja? Was meinen Sie bitte? Haben Sie ihn nicht richtig gehört? Dogecoin kaufen. Genau. Sie möchten die Dogecoin kaufen. Ja, also ich mag die gerne. Sie könnten das gerne kaufen. Wir helfen Ihnen, Das eine ist gut. Möglichkeit zu finden, dass Sie Dogecoin kaufen können, Ja? um dort profitieren zu können. Wie viel denn? Weil die kosten ja nicht viel, da kann man ja keine 125 € Gewinn machen damit. Genau, Sie könnten mehrere Dogecoins kaufen, um mehr Profit zu erreichen. Es ist abhängig nicht davon, ob Sie nur nicht nur ein Coin zu kaufen, also Sie verkaufen viel dazu und Sie könnten das für ein anderes Profit verkaufen. Falls Sie mit 10 Nee, ich Dogecoins will die ja 2 Euro einsammeln. Profite machen, mit 20 könnten Sie Ja, aber das. man muss die Kohle ja auch erstmal haben, ne? Genau. Ich meine, Deswegen sagen wir Ihnen wir sind schon, ja hier nicht in Indien, ne? Sie können gern mit einer kleinen Summe anfangen und langsam, langsam, progressiv, Sie werden eine riesige, größere Summe erreichen und da könnten Sie an größere Sachen auch dort mehr interessieren und investieren zu Mehr können. interessieren. Ja, genau. Sie haben Ihr Interesse an Dogecoin, weil Dogecoin nicht so teuer ist, ne? Weil sie mehr Profit da bekommen und mehr Geld zur Verfügung haben, dann sie Ja. werden auch größere Interesse an Ja, weniger ist andere mehr, Coins ne? haben. Sagt man ja. Hallo. Also zurzeit, ja? Ja, was haben Sie gesagt wegen den Hasen? Zurzeit, Herr Putinow, Ja, ich höre Sie Ihnen zu. können, okay, super. Sie können zurzeit ungefähr, sagen wir mal, 132 Billionen Dogecoin kaufen. Billionen, ne? So viel Geld habe ich nicht. Das ist ja Ja, lächerlich. genau. Also Sie haben die Möglichkeit, um es zu kaufen, weil Sie hatten mir gesagt und gefragt, wie viel Sie kaufen könnten und wie viel es möglich ist. Ja. Genau. Ich mache eine kurze Rechnung und ich sage Ihnen kurz, wie viel Sie zum Beispiel mit 250 Euro kaufen könnten. Das ist ein Okay? guter Plan. Dann können wir uns da ja mal so ein grundlegendes Konstrukt aufbauen. Genau. Mit sagen wir mal 250 Euro, Sie haben eine Möglichkeit. Wie lange machen Sie das denn schon? Trading, also als Beruf oder als ich persönlich Naja, bin schon Trader. beruflich, ne? Weil das ist ja das, was Sie auszeichnet, ne? Genau, ungefähr für 6, fast 7 Jahren. So lange schon? Es ist nicht eine lange Zeit. Es gibt Trader, die mehr als 20 Jahren das schon machen. Ja, aber so lange gibt's den Dogecoin ja noch gar nicht. Ja, es gab aber anderen. Aber doch auch nicht 20 Jahre lang. Bitcoin gibt es ja auch noch keine 20 Jahre, oder doch? Ja, es gab andere Sachen, die man traden könnte. Ja, Nicht Fälle nur und Kryptowährungen. es ist, ich weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber das ging ja in Nordamerika damals los, weil sie die ganzen Biberpelze da geholt haben, ne? Und heute beherrschen sie die ganze Welt, die Verrückten. Ist zu Haben Sie hoch, ne? schon, ja, genau, also wie gesagt, mit 250 Euro, Herr Putinov, Sie könnten ungefähr 3.989 Dogecoins kaufen. Ja, dann machen wir das doch. Ich hätte die gerne. Okay. Besitzen Sie einen Computer oder Laptop, Herr Putinov? Ja, klar. Ich gucke mir hier immer die Nachrichten an am Computer. Kennen Sie den Verbindungsprogramm TeamViewer oder Anydesk? Ja, Anydesk kenne ich. Da hilft mir mein Enkelsohn immer, wenn ich mit einem Computerspiel nicht weiterkomme. Ach so, Ich bin okay, dann ja schon ein bisschen könnten älter, ne? Ich kenne mich nicht so gut aus mit den ganzen Sachen. falls Sie den Wunsch und den Energie da haben, dann könnten Sie alles machen, Herr Putin. Ich kann alles machen, Obwohl, was ich will. Das ist ja. ja in Zootopia einfach so, ne? Wo jeder alles sein kann.
Genau. Herr Putinov, Soll ich den loggen Sie sich bitte Computer mal ein? anmachen? Genau, machen Sie das an und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Ihr Anydesk geöffnet haben. Ich brauche da bitte die neunstellige Nummer von Ihrer Seite. Ach ja, da war dieser Zugangsdings da, ne? Genau. Ja, dann mache ich das mal auf eben. Haben Mhm. Sie was zu schreiben? Ja, habe ich. Das ist 984 984 646 646 966. 966. Ich schicke Ihnen mal eine Anfrage und die Passwort. Ja, hier ist noch Kennen nichts Sie den gekommen. Passwort, Nee, hier Herr steht Putinov? nur Ihre Adresse. Genau. Schauen Sie da unten vielleicht, ob Sie ein Passwort finden können, weil da brauche ich schon. Da schauen Sie mal, falls Sie eine Anfrage bekommen haben. Nee, da ist nichts gekommen. Das läuft ein bisschen anders als bei meinem Enkel immer. Ja, weil ich glaube schon, der Enkel hat ein Passwort dazu und er kann einfacher dort einloggen. Ja, hier steht, ich kann Sie einladen, aber oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Okay, jetzt kommt nochmal, dass Sie mich einladen können. Ja, können Sie mir mal Ihre Nummer geben? Nee, haben Sie jetzt noch eine Anfrage von meiner Seite erhalten, Nee, dass Sie mich annehmen haben sollten? Sie die Nummer denn richtig aufgeschrieben? 984 Ja. 646 Ja. 966. Ja, aber ich habe keine Einladung von Ihnen gekriegt. Schauen Sie bitte da unten auf die Schritt von Ihrem Computer, falls Sie einen neuen Fenster erhalten haben mit einer Anfrage von mir. Nee, da ist nichts gekommen. Okay, bitte warten Sie kurz in der Leitung. Ja. Das muss doch funktionieren. Während der Zeit schauen Sie bitte kurz, falls Sie etwas finden könnten oder falls Sie den Passwort finden können. Da steht kein Passwort. Da oben steht Ihre Adresse. Genau. Dann daneben die Adresse oder vielleicht haben Sie etwas dort notiert. Ist ja der Knopf, wo Einladen drauf steht, aber da bräuchte ich ja Ihre Nummer. Da sollten Sie eine Anfrage bekommen von meiner Adresse, wo steht, ob dass Sie mir annehmen oder anlehnen sollten. Anlehnen? Ein bisschen Also an, kuscheln. nee, nee. Annehmen, also die rote und die grüne Taste, ne? Ja. Akzeptieren Sie. Das sollte es eine neue Fenster außer Ihre aus Anydesk-Fenster da sein. Nee, da ist aber nichts gekommen. Da haben Sie irgendwas falsch gemacht. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 984 Ja. 646 Ja, 966. das ist die Nummer. Ich mache das Programm nochmal zu und mache das nochmal neu auf. Okay, schließen und öffnen Sie es nochmal Genau, bitte so hat und er ich mir das probiere es nochmal von beigebracht. Anfang an. Aber hier sieht er es immer, also die Nummer ist immer noch die gleiche. Genau. Schauen Sie, ob Sie etwas jetzt bekommen. Haben Sie ein neues Fenster erhalten? Nein. Nein. Okay. Den Passwort erinnern Sie nicht. Da ist kein Passwort. Komm, wir machen das mal anders. Also TeamViewer habe ich auch, wenn das weiterhilft. TeamViewer, okay, super, super. Öffnen Sie die TeamViewer. Habe ich schon gemacht. Okay, ich öffne das auch von meiner Seite. Geben Sie mir die Nummer. Ja, das ist 105 105 025 025 8301. 301. Ja. Und den Passwort? Das ist 31
3-1. Kaufmann. Aufmann, klein oder Drei, groß? ein kleines. Okay. Dann nochmal eine 3, ein kleines 3. Xylophon und ein kleiner Friedrich. Friedrich, okay. 3-1, Kaufmann 3, Xylophon Friedrich. Perfekt. Das mit dem Alphabetisieren klappt bei Ihnen ja. Keine Sorge. Ja, doch, doch, das ist ja nicht. Ha, da ist er ja schon. Ach, genau, Oh, jetzt genau. ist mein Hintergrundbild weg. Wo ist das denn hingegangen? Das macht der Anydesk, also der TeamViewer selbstzweck. Ach so. Aber warum denn? Jetzt gehen Sie bitte beim Google. Da ist er. Genau. Soll ich den Maus benutzen oder könnten Sie das? Google. Jetzt gehen kurz Oh auf nein, unsere Google ist Webseite. kaputt. Nee, keine Sorgen. Lassen Sie bitte den Maus kurz. Ich zeige Ihnen unsere Webseite. Schauen Sie. Ja, was soll ich mir denn anschauen? Das ist unsere Webseite. Da werden wir zusammen ein Konto zusammen eröffnen. Okay? Dass Ja. wir. Oh, Sie haben das ja sogar auf Deutsch, aber das ist ja so klein geschrieben, ich kann das ja gar nicht lesen. Nee, das kann ich Ihnen. Also alles, was ich Ihnen mündlich erklärt habe. Alles, was ich Ihnen mündlich erklärt habe, finden Sie auf die Seite. Es ist einfach, um für Kunden, die uns von die Google-Seite Kann ich das, finden. wie ist das schon wieder groß geworden? Ich kann das ja gar nicht lesen, so. Bitte, lassen Sie es kurz. Ja, ich muss das doch lesen. Alles, was ich Ihnen mündlich erklärt habe, steht auf die Seite, Herr Putinow. Ja, aber Sie haben mir ja noch nie, niemals im Leben alles erklärt, was da drauf steht. Nee. Ich verstehe schon. Ja, lassen Sie mich das ein bisschen kleiner machen, damit Sie den ganzen Bildschirm da haben. Kurz. Hier. Ja. Hier. Da haben Sie ein besser. Können Sie das besser lesen? Ja, ein bisschen besser ist das. Okay, wie gesagt. Hier, erstmal Kundendienst. Kundendienst. Rund um die Uhr. Ja, Was für von eine Montag Reise denn? bis. Ich dachte, bei Ihnen kann man Geld verdienen. Sind Sie ein Reiseanbieter? Trendtours Nee, Touristik? es ist Reise als Stichwort, weil Ein Reise Stichwort? zusammen, dass wir, genau, Also das dass ist wir, metaphorisch gemeint. genau, metaphorisch genannt. Oh, Sie kennen das Wort, ich bin ja beeindruckt. Ja. Das ist Warum metaphorisch. haben Sie denn den Seitentitel übersetzt hier oben? Das macht man ja eigentlich nicht. Nee, das macht der Google von alleine. Nee, Das nee, macht nee, der das Google. ist, kommt ja darauf an, wie Sie Ihre Seite zusammengestellt haben. Weil Eigennamen werden ja nicht übersetzt im Englischen, ne? Die Google-Seite Gott speichere hat die das auf Königin. Deutsch übersetzt. Aber hier ist es ja auch nicht übersetzt, guck mal. Wo bitte? Ja. Ist etwas ein Wort, den Sie nicht verstehen könnten? Oder meinen Sie denn den Titel hier? Ja, den hat er ja nicht übersetzt, das ist ja nicht gut. Das ist ein Bild und nicht ein Text, und da übersetzt Aha. man es nicht. Das ist die Logo, ne? Nicht einfach Ja, das ein ist Text. Logo. No problemo, wie Alf Genau. sagen würde. Meine Güte, jetzt telefonieren wir schon fast eine halbe Stunde, ne? Ja, genau, da werden wir fast einfach Bekannte zusammen. Ja, wir können ja schon mal so, ne? Da können wir ja mal ein bisschen Party machen. Wer hustet denn da so im Hintergrund? Ist da jemand krank? Das ist einer von unserer Broker, der ist ein bisschen krank. Also Dann. hier in Italien gab es ein bisschen Regen und ja, Also er ist krank ist er geworden. allergisch dagegen? Ja, genau. Ein paar Allergien. Also ich gehe jetzt bitte kurz nach unten. Okay, wir gehen auf unsere Kontoeröffnung.
Sie erhalten den VIP-Konto, um das zu eröffnen. Okay. Sie bekommen hier einen Senior Account Manager, das meint man einen Broker, die viele Jahre Erfahrung hat, um den sie mit denen arbeiten werden. Okay. Herr Putinov, hören Sie mich? Die hören. Können Sie mich hören? Ja, klar. Okay, super. Dann erkläre ich Ihnen weiter. Weil Sie waren zu leise und ich dachte, Sie waren plötzlich weg. Ach so. Also ist das speziell für Senioren gedacht, ja? Genau. Und da der Manager hat auch viel Erfahrung dazu und da werden Sie mit denen Ach, zusammenarbeiten, ein Studium der machen. kommt aus der Altenpflege, ja? Es ist abhängig dazu, welchen Sie, falls Sie einen älteren Broker haben möchten, dann ich könnte etwas machen. Ja, das wäre nicht verkehrt, ne? Weil dass wir so in etwa dieselbe Lingo haben, ne? Weil wenn da einer mit Jugendsprech oder mit den ganzen Begriffen aus dem Drachengame kommt, da verstehe ich das ja gar nicht, ne? Genau, da haben Sie recht, ne? Die Mädel, ihr Jugendliche zur Kaspar. Zeit haben zu viele neue Wörter Ja, wissen Sie, eigentlich. das Wort des Jahres bei den Jugendlichen ist ja Buttergolem geworden. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Wissen Sie, was das sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Also was einmal, damit Sie es mal gelesen haben, weil das ist ja schwierig so darzustellen. Es schreibt Buttergolem. So schreibt man das. Was ist das? Was? Wissen Sie es eigentlich denn Meinung dazu? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Meine Meinung zu Buttergolem ist ziemlich unnötig, das Viech, aber es ist halt jetzt das Jugendwort des Jahres geworden, was völlig perplex ist, ja, ne? Aber ich wollte Ihnen das nur mal zeigen. Na, okay, keine Sorge. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Vielleicht, weil Ja, ich hier in ja. Italien wohne und nicht dort in Deutschland. Ja, Wissen Sie denn Meinung dazu? der wollte aber auch schon mal nach Italien rüberfahren. Der ist dann aber daran gescheitert irgendwie. Ich weiß nicht mehr, woran das lag. Okay, dann mache ich weiter. Also, den Senior Account Manager haben Sie verstanden. Der nächste, was Sie erhalten, Senior ist der Account Platz. Manager ist in Spanien. Nee. Das ist der Name des Persons und der Arbeit, das er macht. Ach so, der Der heißt. heißt so. Das ist ja ein komischer Name. Ja, also wie gesagt, erster, Sie bekommen den Broker oder den Manager, mit dem Sie arbeiten werden. Sie werden eine Schulung dazu machen, dass Sie Ihre Kenntnisse an Trading erweitern werden. Okay? Ja. Ich werde Ihnen einen Broker geben, der spezialisiert an Kryptowährungen ist und an Dogecoin, okay, weil Sie in Dogecoin Interesse haben. Ja, den Dogecoin, den wollte ich haben, genau. Genau. Mit 250 Euro, wir werden fast 4000 Dogecoins zusammenkaufen. So viele? Okay? Sind So die denn viel. alle personalisiert oder wie läuft das? Das ist personalisiert. Sie bekommen den Dogecoin auf Ihr Konto bei uns. Das wird Auf Ihre dem Konto? Coin sein. Genau. Sie werden ein Konto bei uns eröffnen. Ja. Und da werden Sie den Dogecoin drin auf dem Konto haben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hallo? Was haben Sie nicht verstanden? Mit dem Konto? Bei der Sparkasse? Ja, Sie haben ein Konto bei der Sparkasse, ja? Ja, genau. So wie Sie den Konto auf der Sparkasse haben, Sie werden ein Trading-Konto bei uns haben, wo Sie alle Ihre Kryptowährungen und Aktien, denen Sie kaufen werden, drin behalten. Ach so. Verstehen Sie? Ja. Genau. Also, so wie Sie die Euro auf Ihrer Sparkasse Die haben, auf Eule? unserem Trading-Konto, nein, ich meine das Geld, die Euro, denen Sie auf Ihrer Sparkasse haben. Wussten Sie, dass auf dem griechischen Euro eine Eule abgebildet ist? Eine Eule? Eine Eule, ja. Und darum sagt man, ich hätte gerne einen Eulone. Das ist ein ganz schlechter, fast so schlecht wie die Rehwitze. Aber das ist ja vielleicht für Sie als Italiener ganz interessant. Wohin geht ein Reh mit seiner Verabredung zum Essen? Na? Hm.
Na? Ich weiß es nicht. Wo geht Ins es? Restaurant. Ja, der ist so gut, ne? Das Restaurant. Ja, ich liebe diese Rehwitze. Da gibt es ja, das ist ja dann Restaurant, ne? Das ist so toll. Guck mal, hier gibt es sogar ein Rehse-Restaurant in Eichach. Jetzt machen wir hier noch Schleichwerbung, weil so 7.000, 8.000 gucken sich das Ding ja schon an, so in den ersten Monaten. Ne? Das, wenn das dann Umsatz plus gibt, dann will ich aber auch ein paar Dogecoin von denen haben. Da werden wir unser Bestes versuchen. Das finde ich ganz klasse von Ihnen. Also ich erkläre es Ihnen weiter, okay, damit Sie den Rest auch verstehen können. Die Plattformen, die Sie bekommen werden, sind MetaTrader 4 und WebTrader. Was für ein Ding? Das Reptilien? ist das Plattform MetaTrader. Das ist das Plattform, wo Sie traden werden. Treten? Okay? Das ist das Markt, wo Sie kaufen und verkaufen werden. 3 Mark? Hallo? Ja, hören Sie mich? Ja? Was ist denn das So wie Problem? Sie das Markt, das Markt, ne? So wie Sie Obst und Gemüse im Supermarkt kaufen, Ja, also ich habe im bei Prinzip unserem Markt bräuchte ich noch werden Sie Trauben und die Bananen. Dogecoin. Ja, okay. Also Sie essen gerne Trauben und Bananen, oder Ja, was? natürlich, am liebsten. Weil wir haben ja hier Oh, mein. eine Bananenplantage ein paar Kilometer weiter. Mein Die regionalen sind Mensch. halt die besten, ne? Da haben Sie recht. Regionalen sind einfach die besten. Und mein Lieblingsobst ist die Pfirsich. Der Pfirsich. Der ist auch sehr lecker. Ja, kann ich Ihnen gern sagen. Also, den Markt haben Sie verstanden, ja? Wachsen denn Pfirsiche in Italien oder wo kommen die her? Italien ist berühmt für Trauben, ne? Sie wissen das Ja, schon. der Deswegen italienische Wein. Wein auch, ne? Genau, Den mag ich genau. auch sehr gerne. Da werden Sie gerne, ich kann Ihnen gerne einfach Ja. eine kleine Flasche Wein, die traditionell ist von Italien, weiterschicken. Oh, was ist denn traditioneller Wein von Italien? Es gibt viele, denn ich gerne, nachdem wir zusammensprechen, also nicht am ersten Telefonat sind wir ja nicht erlaubt, persönliche Reden zu machen. Das ist ja nicht keine Deswegen. persönliche, ich habe Sie ja nur gefragt, wie denn traditioneller Wein aus Italien heißt, ne? Ja, ich weiß, aber Herr Wissen Sie Chef, nicht. Der soll die ich habe Klappe den Chef halten. nach oben. Sollen wir in Ruhe reden? Wir wollen ja hier Geld verdienen, der soll sich nicht einmischen. Da Ist Ihr Chef denn haben auch der Sie. Meinung, dass regionale Bananen aus Deutschland am besten schmecken? Werde ich mal nachfragen, ob ich schon den probiert habe. Ja, frag ihn mal, dann kriegst du direkt auf die 12 drauf. Wie geht's denn jetzt weiter, sag mal? Ich will ja Geld verdienen. Genau, also wir gehen bis nach oben. Wir klicken beim Select. Okay, klicken Sie da. Ja. Also ich soll da drauf drücken. Ja, hab ich schon gedrückt. Guter Junge. Jetzt klicken Sie Ihre Vorn schreiben Sie da bitte Ihre Vorname. Ja. Ihre E-Mail-Adresse. Ein Passwort habe ich aber keins. Wählen Sie ein, wie Sie möchten. Ach so. Drachentöter 31. Und einen Sicherheitscode habe ich nur den von der Firma. Schreiben Sie da bitte die 9756. Und was bedeutet das? Das ist ein Sicherheitsgrund. Nicht jeder soll einen Account bei uns eröffnen ohne unsere Erlaubnis. Und da bekommt jeder einen Sicherheitscode von unserer Seite. Ach so.
Nehmen Sie das Null weg hier. Und den Null auch weg hier. Nee, einfach direkt mit dem 4 ohne Null. Also die Null weg, okay. Genau. Hier wählen wir Germany, also Deutschland. Hier. Ja. Wir akzeptieren jetzt, dass Sie über 18 sind. Ja, schon ein bisschen länger. Und die Termen und Konditionen. Jetzt, wir gehen weiter. Okay, schauen Sie noch kurz, sind alle recht? Ja. Okay. Kai-Uwe Meier, Chaussee. Grüße gehen raus an Massengeschmack TV. Und den Herrn Kreimeier. Da hat jemand gehustet bei Ihnen. Die sind alle krank da drüben. Ist das der Der soll gleiche, nach der Hause vor gehen. Da mir? werden Sie auch noch krank. Was soll die Firma denn machen, wenn die ganzen hochqualifizierten Eichhörnchen im Bett liegen? Sie müssen ja auch mal ein bisschen an Okay. Ihre Firma denken. Und Ja, jetzt? ich werde Ihnen Bescheid sagen. Jetzt warten wir kurz, bis Ihre Konto akzeptiert wird, ne? Wie die Support verifiziert Ihre Konto und wir bekommen kurz eine grüne Licht. Wir bekommen grünes Licht. Okay. Jetzt haben wir es bekommen. Das ist ja wie bei Paul Panzer im Prinzip. Da sind aber noch viele Fehler auf Ihrer Seite. Zwischen der Anrede und dem Namen ist kein Leerzeichen. Und hier ist auch keine Umrandung obendrum. Das fügt sich alles nicht so schön ins Bild ein. Ihre Seite ist noch ziemlich neu, kann das sein? Und Impressum haben Sie auch keins. Ja, also es ist abhängig davon also falls Sie das kleiner machen, da würde es besser Ja, du eigentlich machst dich selber nachsehen. klein, da brauche ich gar nichts zu tun, ne? Also da wird alles mit der Zeit eigentlich besser gemacht. Wir Also, die Firma interessieren uns an dem gibt's ja Profi, seit oder? 7 Jahren. Warum ist das denn alles noch nicht fertig? Es ist abhängig von der Seite dazu. Ach so. Also ich wollte Ihnen noch fragen, was machen Sie eigentlich beruflich? Ja, beruflich bin ich ja im Prinzip ich arbeite ja in der Forschungseinrichtung. Das ist ja die Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Und wir erforschen momentan die Funktionalität vom telefonischen Gedächtnis in Zusammenhang mit schweren Auswirkungen einer ausgeprägten Telefonitis, falls Sie das verarbeiten können mental. Also, ich habe bemerkt, dass Sie einen E-Mail von einem nicht persönlichen E-Mail bekommen, also von Ihrer Arbeit, oder? Ja, natürlich. Sie sollten auch Ihre persönliche E-Mail dort registrieren, Ja, nicht den das von macht Ihrer ja Arbeit. keinen Unterschied. Ich bin da ja der Chef, ne? Sie sind der Chef, also. Okay, falls Sie den auch persönlich benutzen könnten, dann Ja, das ist könnte kein gehen. Problem. Da sagen wir mal, kann keiner was machen. Ja, okay, also haben Sie schon mal beim den Embassy gearbeitet, also Ja, beim. ich bin ja im Prinzip angestellt bei der Botschaft der Russischen Föderation in Hamburg, ne? Hallo? Okay, dann, als Sie jetzt den grünen Licht bekommen haben, wir gehen ganz kurz nach oben auf die drei Linien. Ja. Sie schauen dort kurz und wir klicken beim Transaktionen. Ach, das habt ihr ja Sie. süß gemacht. Wo habt ihr die Grafiken runtergeladen? Bei Knuddels? Nee. Da habe ich keine Informationen dazu. Aber du hast so bestimmt einen Knuddels-Account. Ne? Du bist doch so in dem Alter, wo man das nutzt. Kennst du Knuddels? Nein. Ja, warum lachst du dann? Ich habe gelacht, als Sie, ich glaube schon, die Seite lustig gefunden haben. Ja, ich fand die Seite sehr lustig, ne? Was sollen wir denn jetzt machen da? Jetzt
Sie wählen eine Möglichkeit, wo sie, wie sie eigentlich den Konto eröffnen werden. Also ja, mit Dogecoin, ne? Sie besitzen Dogecoin. Nee, ich will die ja kaufen bei dir, mein Junge. Ich meine, wie werden Sie das aktivieren? Also durch die Sparkasse Kreditkarte oder mit Online-Banking? Na, das können wir, da kann ich eine Überweisung fertig machen, das ist kein Problem. Okay. Kann ich die Dogecoin auch bar ausgezahlt bekommen? Ist abhängig davon, wie Sie mit dem Broker arbeiten werden. Ich glaube schon, falls Sie dem Broker Bescheid sagen, was Sie ganz genau machen. Weil ich wollte halt schon ein paar ins Portemonnaie reinlegen. Man kann, es gibt ja immer mehr Stellen, die die Zahlung damit auch akzeptieren. Und dann möchte ich meine Dogecoin halt auch gern mal beim Edeka ausgeben. Wenn ich mir wieder mal Müllerreine Buttermilch kaufe und den Herrn Baraka besuche, ne? Kennst du den Mimon? Nein. Guck mal. Guck, wir sind jetzt ja Freunde, ne? Guck mal, das bin ich im Prinzip. Ich habe mir jetzt eine neue Axt gekauft. Und ich trinke sehr gerne Buttermilch, ne? Aber meine Kamera ist nicht so gut. Weil ich lese ja immer den Menschen-Tier-Geschichten vor. Ich habe so einen D-Tube-Kanal. Und da mache ich immer so Videos über Meerschweinchen und Hasen, ne? Sie haben einen Kanal auf YouTube? Ja, natürlich. Seit wann ist das schon lange her? So 5, 6 Jahre. Ich mache das ja immer nur so mal alle paar Monate. Lade ich mal so eine Kurzanrufsammlung so à la Kai-Uwe Meier hoch und ansonsten halt immer so 2-mal die Woche ungefähr. Ich sehe. Also ich habe nur Katzen, also mehr Weinchen habe ich noch nie gehabt. Also ich habe auch eine Ziege. Eine Ziege? Ja. Das ist eine Telefonziege, ist das sogar. Was meinen Sie mit einem Telefonziege? Naja, so wie ich das gesagt habe. Also haben Sie es nur telefonisch? Ja, die hat ein telefonisches Gedächtnis, die Ziege. Das ist in der Tat so. Weil anders hält man das mit so Krabben wie euch ja nicht aus, ne? Das ist ja jetzt fast so eine Dreiviertelstunde. Also wenn man das in einem Kriegsgefangenenlager machen würde, hätte so ein Kriegsverbrecherprozess am Hals hinterher. Weil das ist ja schon eine Strafe, wenn man sich mit so mit dem Bodensatz der Gesellschaft eben immer auseinandersetzen muss, ne? Ja, genau. Sind wir ja zu ganz riesiger Zeit zusammengesprochen. Ja, ja. Also während die Zeit bitte ich Fragen nach ein paar Bankdaten, denen ich Ihnen weiterleiten könnte, öffnen Sie. Ja, du hast es noch nicht kapiert, ne? Aber ist gut, dann machen wir weiter, das ist voll in Ordnung. Öffnen Sie während der Zeit Ihre Online-Banking-Seite beim Sparkasse und ich frage für Bankdaten dazu, okay? Nein, Quatsch. Haha, City. So war das. Oh! Was habe ich da denn jetzt gemacht? Vielleicht haben Sie den Passwort falsch geschrieben. Wahrscheinlich schon. Nein, wir haben das ja immer so, ne? Und guck mal, das ist ja im Prinzip, ne, jetzt geht's gerade nicht, guck mal, das ist ja, ich zeig dir das mal eben. Guck mal, das ist ja im Prinzip der Geheimcode für eine Eule. Das soll eine Eule sein. Und das sind die Flügel hier, das sind die Augen, die lange Nase und der kleine Schnabel, ne? Guck mal, da kann man ja theoretisch auch so machen. Guck mal, dann tanzen die zusammen. Ach so, sehe ich schon. Also die heißen eigentlich Emoticons auf Englisch. Nee, das sind ja Eulen. Auf Englisch heißt das Owl. Oder Sava auf Russisch. Polarna Sava, das wäre die Polareule.
Sehr, sehr Kriegen Sie lustig. eigentlich keinen Ärger, wenn Sie mit der, Sie sind ja in Italien, ne? Wenn Sie jetzt hier, sag ich mal, Finanzgeschäfte mit der russischen Regierung machen, das ist kein Problem für Sie, oder? Okay, dann könnten Sie, haben Sie dann Passwort erinnert schon? Können Sie sich einloggen? Ja, du gehst der Frage sehr gewissenhaft aus dem Weg. Ich glaube, ich muss langsam mal auflösen, weil du überhaupt nicht verstehst, was ich sage. Was meinen Sie damit? Ich zeig's dir einfach. Guck mal da bist du bald zu hören, falls du es jetzt verstehst. Dies war eine kostenlose Sitzung gesponsert von TeamViewer. Da bist du bald zu hören und schon war er weg, der Trottel. Mal gucken, ob er noch irgendwas auf dem Computer macht. Ach nein, er hat die Sitzung ja beendet, der Knallidiot. Ja, Leute, mit dem hätte ich mich jetzt noch 20 Minuten unterhalten können, aber der war ja dümmer als irgendwelche gestrandeten Krabbenfossile an irgendwelchen verdammten Küsten, die bei Rhodos im scheiß Meer versinken.